Hallo alle miteinander, hier ist wieder euer Black Dragon und diesmal wieder mit einem klitzekleinen Minecraft-Video. Sprich klein, naja, ich will mal was versuchen und zwar möchte ich gerne mal meine Videos etwas anders aufnehmen, beziehungsweise, ja, mal anders bearbeiten und da bräuchte ich mal zum Schluss eure Meinung dazu. Wie ihr seht, bin ich hier auf einem Server und dies ist unser eigener Server. Und ja, ich habe mal meine eigene kleine Welt erstellt. Wie ihr seht, die Sachen kommen euch bestimmt mal alle so ein bisschen bekannt vor. Und ich zeige euch mal ein bisschen was und was schon alles so Schönes steht. Und ja, wie gesagt, hier in diesem kleinen Räumchen hier habe ich angefangen. Hier ist noch ein Mining Turtle drin. Und ich bin mittlerweile schon etwas Größeres umgezogen. Habe hier auch schon das Tinker's Construct sozusagen auch schon alles aufgebaut und ich habe schon ein paar Dungeons geplündert. Mir ein kleines Feld angelegt, ein paar Bäume angepflanzt, ein paar Gummibäume angepflanzt. Hier hinten ist mein Netherportal. Und ja, wie gesagt, ich zeige euch mal ein bisschen was. Das habe ich sozusagen schon geflattet hier mit Buildcraft. Hier eine kleine Zuckerfarm. Ja, was gibt es denn noch so Schönes zu sehen hier? Hier ist noch ein schönes Ars Magica, Wasser, See, Flüssigkeit und hier ist die Baumform, die hat mir von Diref20, wie gesagt, größtenteils, werdet ihr das wiedererkennen, von Diref20 Videos. Hat mich so fasziniert, habe ich gleich mal selber ausprobiert und ich muss sagen, die ist wirklich sehr praktisch und mit Logistikpipes wirklich sehr effektiv und ja, es macht auch riesen Spaß und ich muss sagen, ab hier hinten, ich glaube, ab hier ungefähr war es, beginnt eigentlich die Schlucht. Und die habe ich auch mit Buildcraft zum Teil auffüllen lassen, wie ihr seht. Und die Schlucht ist davon der Rest noch vorhanden. Hier hinten ist sonst ringsherum überall Wasser. Ja, das Steve Quartz läuft und läuft und läuft. Ist es Standardvariante. Ich habe sonst immer noch eine zweite Maschine gebraucht, um sozusagen Holzkohle herzustellen. Das kann ich mir auch sparen. Das macht mein Steve Quartz alles selber. Und fliegt auch alles hier rein. Finde ich sehr interessant. Und ja, hier habe ich eine kleine Kuhfarm. Also hier will ich eine kleine Farm aufbauen. Die Größe ungefähr würde mir am Anfang erstmal reichen, bis ich mal von Massenproduktion übergehe. Und das Ganze werde ich heute mit euch zusammen hier fabrizieren. Also eine kleine Mean Factory Reloaded Farm. Und ja, schauen wir mal. Hab mir auch schon einen kleinen Plan gemacht, was ich alles lernen soll. Zeige ich euch mal noch das Häuschen hier drinnen. Wie gesagt, müsst ihr euch größtenteils bekannt vorkommen. Hier ist mein Bettchen. Hier die ganzen Standardsachen, die ich habe. Meine Trophäe natürlich, ne? Von Creepern. Ja, eine Ender Chest. Hier ist ein System einsortiert. Natürlich die ganzen Kisten hier, wo alles drin ist für mich. Wie ihr seht, ich habe noch nicht einmal Cover drauf gemacht. Und ja, hier ein bisschen Thermal Expansion, ein paar Maschinen, auch hier meine elektrischen Sachen sozusagen zum Aufladen hier. Habe schon ein bisschen was zusammengestellt. Hier noch ein bisschen Industrialcraft, hier habe ich auch noch nicht weitergemacht. Hier ist der Laser sozusagen, Steve Quartz, um Steve Quartz sozusagen zu bauen. Können wir ein bisschen weiterladen. Ja, dann gehen wir mal eine Etage tiefer. Hier unten ist dann, wie gesagt, die ganze Stromelektronik. Ja, müsst ihr euch, wie gesagt, wenn ihr Direct Friend die letzten Let's Plays verfolgt habt, ganz relativ bekannt vorkommen. Ah nein, es ist nicht seine Welt, sondern ich habe es nachgebaut. Ne? Also, aber wie gesagt, ich habe auch mein eigenes reingebracht. Jo, hier sind die ganzen Barrels. Die werde ich noch ein bisschen erweitern mit den Sachen von der Farm hier oben. Also dann von der Dingsform hier, von der Tierform. Hier, wie gesagt, ja, die Logistikpipes Soldering Station, die habe ich vom Strom abgeklemmt, denn die zieht nicht an dauernd Strom. Hier ist ein bisschen ein Tesseract. Hier ist sozusagen das gebrannten Stein herstellen. Das könnte ich eigentlich auch mal ans Logistikpipe-System anschließen, die Kiste. Und die können wir so lassen. Das heißt, wird später mal alles noch umgewandelt hier. Die ganzen Steine. In andere Steine, da will ich, wie gesagt, mit Soundcraft zusammenarbeiten. Das mache ich auch alles mit euch zusammen. Hier ist, wie gesagt, meine kleine automatische Crafting Table Station. Die wird immer mal ständig erweitert. Und
Ja, hier hinten, wie gesagt, hier die Liquid XP, das kennt ihr ja alles auch in Dive 20, wenn ihr verfolgt habt. Und natürlich meine XP Farm hier. Also es muss nicht immer dunkel sein, es funktioniert auch, wenn es nicht dunkel ist. Und wie man das alles ein bisschen automatisiert, wird auch noch irgendwann dann euch zusammen machen. Und ja, so viel dazu. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn die Sache losgeht, mit den Tierformen. So, ich bin wieder oben. Ich werde mal hier die Musik abschalten. Ohne Musik ist dann doch besser. Back to Game. Und zwar will ich mir erstmal was abstecken. Und dazu brauchen wir mal noch ein paar Schilder. Zwei haben wir noch. Ich brauche mindestens vier. Ja, Schilder kann ich mittlerweile auch automatisch erstellen lassen. Also diese Station hier von Logistic Pipes, diese Logistik. Dick Request Table ist sehr, sehr, sehr praktisch. Mir fehlen jetzt noch ein paar Schilder. Und da sind sie schon. So, ein bisschen Erde darf ich auch einstecken und schon gehen wir mal raus zu unseren Tieren. Ja. Es gibt deswegen zurzeit auch so wenig Minecraft-Videos, weil mein Rechner natürlich nicht gerade so super ausgelegt ist zurzeit. Und ja. Egal. Ich würde sagen, hier machen wir den von mir Factory Reloaded, den Ranger. Egal wie es geschrieben wird, ist mir jetzt völlig Banane. Dann machen wir hier. Nee, Quatsch. Wir machen noch anders. Hier machen wir nicht den Ranger, sondern hier machen wir den Breeder. Nee. Also den Breeder. Hier machen wir, könnte man von mir aus die Schafe hinmachen. Nee, die Schafe müssen dann nochmal umziehen. Und dann machen wir hier drüben, machen wir jetzt den. Genau, der Breeder. Dann kommt hier in der Mitte kommt der Chronotyper. Chronotyper, der dann die Jungtiere hier rüberzieht. Jetzt muss ich die Fackel mal weichen, ja. Hier kommt im Endeffekt dann entweder stürzt mein Spiel gerade ab, ne? Stürzt das gerade ab oder ne? Hallo? Chronotyper? So. Egal. Hier kommt der Grinder hin. Grinder, der sozusagen die Tiere dann auszieht. Sehr interessant. Und hierhin machen wir dann den Ranger, sprich der dann den Schafen die Wolle rauszieht. Den Ranger. So, Ranger. Genau. Sehr interessant. Einmal ist es flach. Egal. Und hierhin machen wir noch eine Kiste. Ja? So. Genau, hierhin kommt die Kiste und dann, ja, sind wir eigentlich schon so weit. Tja, würde sagen, sehen wir uns gleich drinnen wieder. So, um euch natürlich zu zeigen, was diese coole Logistic Request Table alles kann, muss ich noch mal ganz schnell runter in diesen sogenannten Keller. Und natürlich hier hinten noch was dazu bauen. Denn wir müssen ja für das Mine Factory Reloaded, da brauchen wir sozusagen den nicht Blockbreaker, fördert das auch nicht, nein, den Ranger zum Beispiel, brauchen wir ja das Plastic Sheets und Rohrplastik. Habe ich schon ein bisschen hergestellt, deswegen auch die ganz vielen Gummibäume. Und
Da brauche ich jetzt aber mal noch ein Logistic Crafting Table und dann brauche ich noch dazu eine Crafting Logistic Pipe. Und jetzt warten wir, bis das alles ein bisschen hergestellt wurde hier. Zack. Ich schwirrt immer mal irgendwas rum hier. So, das haben wir schon. Das kommt gleich hinterher. Sehr schön. Das schließen wir mal da oben an. Zack. So, und der Ranger für die Raw Plastic. So, importieren. Okay, wie gesagt, die Crafting Table kann man dann sozusagen mit dem reinklicken, mal anwählen, dann sucht man sich das Rezept aus den Nottingshire Items aus. Da hat man dieses Fragezeichen, hält Shift gedrückt, klickt auf das Fragezeichen mit Linksklick und schon ist es drinne. Das Rezept, ne, funktioniert auch bei Applied Energistic. Ja, dann mache ich hier noch ein Schild dran. Und das Ganze natürlich hier in der Crafting Table, Quatsch, in der Crafting Logistic Pipe natürlich importieren, damit ihr dann natürlich auch automatisch das System erkennt, dass hier ein Rezept drin ist und wir natürlich anhand des Schildes wissen, haben wir denn das schon. Nee. So. Jetzt gehen wir wieder nach oben und da würde ich sagen, fangen wir mal an, die Maschinensachen zu basteln. Ne? Also, als erstes brauchen wir für den bauen wir einen Breeder. Wo ist denn der überhaupt hier? Hier ist der Breeder. Für den Breeder brauchen wir einen Golden Apple, ein Machine Factory, das ist kein Problem. Stein haben wir da, Plastic Sheets, ist auch kein Problem. Also, man tut an diesem Request Table, kann man sich hier genauso wie ihr gerade schon gesehen habt, suche ich das Rezept nochmal raus für den Breeder, tut man sich hier zum Beispiel jetzt für den Factory Machine Block wieder auswählen und dann wieder mit Shift gedrückt halten und aufs Fragezeichen klicken, kann man sich das Rezept sozusagen hier oben in dieses Feld anzeigen lassen. Das ist wie so eine Kopie, ne? Also ihr könnt zum Beispiel das Ding nehmen hier von Open Blocks hier, den Building Guide und kann ich reinklicken und schon ist es sozusagen wie eine Kopie drin. So, und jetzt, wenn ich das ganze Materialien und zum Beispiel das Rezept sozusagen auch drinne habe im System, deswegen der Automatic Crafting Table, die ich gerade die Plastic Sheets eingefügt habe, drücke ich jetzt einfach mal auf 1 und schon wird mir dann so viel Material gegeben, um das Teil sozusagen wie hier, Ergebnis 3 Stück, halt einmal herstellen zu können. Ne? Jetzt kommen die ganzen Materialien hier oben an. So, 3 Steine und 3 Plastic Sheets. Und jetzt klicke ich einmal auf dieses angezeigte Ergebnis hier. Hopp. Und schon haben wir 3 Factories Machines. Wir brauchen aber mindestens 1, 2, 3, 4 Stück. Ich habe nämlich mal eine kleine Skizze gemacht, deswegen. Und deswegen bestellen wir das jetzt nochmal das Ganze. So, da muss man mal welche herstellen. Auch kein Problem. So, und nochmal ein schon haben wir 6 Stück. So, also, ein Breeder. Wir brauchen noch einen goldenen Apfel. Das funktioniert hier genauso. Da holst du sich den Apfel draußen von der Farm. Das Gold wird relativ schnell da sein. Oder Apfel auch. Da hatte ich noch bestimmt noch hier im System welch. Einen drinne und, halt, 8 Gold waren es genau. So, jetzt haben wir einen goldenen Apfel. Dann brauchen wir noch Purple, das ist Rose Red. Mal gucken, ob ich das da habe. Oh, ich habe sogar noch Rose Red da. Sehr schön. Lapis sowieso. So, das haben wir jetzt und schon. Ach ne, die goldenen Karotten fehlen uns auch noch. Gucken, ob man die uns auch. Gold Nuggets fehlen uns, ist kein Problem. Stellen wir uns mal kurz in Gold. Dann kann ich euch mal das nächste Future dieses Tables zeigen. Ja. Ihr habt nämlich hier oben Sort mit einem X drinne. Da könnt ihr dann sozusagen die Sachen, die ihr nicht mehr braucht, einfach hier oben reinschmeißen. Ne? Einfach reinschmeißen und schon ist es wieder im System drin. So, jetzt bestellen wir das Ganze nochmal. Und so, jetzt haben wir die Nuggets und die Karotte. Haben wir jetzt auch. Wir brauchen sogar zweimal, wenn mich alles täuscht. Ne? Haben wir zweimal, genau. Also nochmal. Fehlt wieder 4 Gold-Nuggets. Alles kein Problem. So, einziger Nachteil, man muss halt die solche Sachen, entweder macht er ein automatisches Rezept dafür oder ja, man macht es eben mal ganz schnell so per Hand.
Man kann auch hier drin jetzt zum Beispiel Sachen auswählen, habt ihr vorhin schon mal gesehen und kann dann stinknormal bestellen, wie man es kennt. Nur, dass halt das Crafting-Ding hier daneben mit dran ist. Und ja. Feine Sache übrigens. Ich habe mich anfangs eigentlich dagegen geweigert, dieses Ding zu verwenden, aber ich habe das umso mehr, als ich sozusagen mit den automatischen Crafting-Rezepten arbeite, umso besser funktioniert die ganze Sache. So, jetzt haben wir den Breeder, wir haben das. Alles da, alles da. Genau. Einmal herstellen bitte. Nein, uns fehlt noch Rohrplastik. Das Rohrplastik fehlt uns noch. Ist kein Problem. Rohrplastik. Nee, nur Plastik. Plastik, da brauchen wir 3 Stück. Könnt ihr auch gleich mal sehen. Dann kann man auch gleich hier mit dem ganzen Bestellvorgang auch arbeiten. So, eins wird noch hergestellt. Gehen 2 ins System und schon können wir uns einen Breeder herstellen. So, ihr habt gesehen, das Ganze funktioniert. Ich tue jetzt mal noch die ganzen anderen Sachen noch herstellen und dann sehen wir uns dann auch gleich wieder. So, ich habe die ganzen Sachen natürlich alle zusammen, ne? Ist ja klar. Und jetzt fangen wir mal an, die ganzen Sachen aufzustellen. So, also hier war der Breeder. Genau. Hier war der Grinder. Grinder hier hin. So. Genau. Hier war die Chest, nämlich alles Deutsch. Ach, die muss ich noch bauen. Hier war der Ranger. Ranger. Für die Schafe. Und hier drinnen. Hier drinnen war der. Genau, das Ding hier, ne? Moving Babies, genau, können wir lassen. So, jetzt mal das Ganze natürlich auch noch. Braucht es ja auch noch Strom, ne? Und nicht nur Strom, ich brauche ja nicht nur Strom, ich brauche noch andere Sachen. Erstmal braucht es noch Strom und wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wir brauchen noch Endgates und eine Kiste. Okay, dann machen wir uns mal noch schnell eine Kiste machen hier. Und gucken wir mal, was wir denn so schön an Stromquellen da haben. Zur Not kann man ja auch erstmal. Genau. So, ihr seht, letzte Rezept ist noch drin, das kann man stinknormal mit Rechtsklick rausnehmen. Wir brauchen noch eine Kiste. Dann brauchen wir Strom, Strom, Strom. Strom haben wir noch von den Hardnet. Wir haben die hergestellt. 9 Stück habe ich davon noch. Die Redstone Energy Zell. Wir haben die hergestellt hier. Na, die hier. Ist noch so viel da? Glas habe ich da. 1, 2. Gleich mal 10. Ja. 60 Redstone, 10 Glas und 20 Lead Ingot. Könnt ihr mal sehen. Also, wir können sozusagen 10 mal, und das ist 64. Das ist mal 1, 10, 64. So, einmal herholen, 10 mal herstellen. Und also, sozusagen, das ist dann einmal, 10 mal, 64 mal, ne? Wie hier unten. Einmal, 10 mal, 64. So, und jetzt tun wir uns mal hier welche herstellen. Zack. So, das ist ein Lead. Was ist denn Lead? 80. Ach komm, 80 RF reichen auch erstmal aus. Die können wir dann später mal upgraden, oder? Ja, die reichen alles. So, das haben wir. Eine Kiste haben wir. Dann brauchen wir noch Pipes. Wir brauchen noch Pipes. 2 Wooden Pipes. Dann brauchen wir noch Stone Pipes. Stonepipes. Wird nicht ganz reichen. Das Einzige, was nicht funktioniert da drin, ist immer sozusagen mit Shift und Linksklick. Das kann man dann sozusagen nicht in sein Inventar ziehen. Das muss man alles einzeln rausnehmen. Aber das ist auch kein Problem. Wir brauchen noch Endgates. Gate. Iron Endgate. Da brauchen wir. Dämliches Rezept.
brauchen wir ein Redstone Iron Chipset und Red Pipe. Und Red Pipe macht man durch einmal Rosenrot. Okay, haben wir noch einmal. Hab ich irgendwo gesehen. Nee. Einmal davon. So, dann gehen wir mal zu unserem neckischen Laser hier. Da müsste der Rest eigentlich noch drin sein, außer das Eisen. Ist ja auch kein Problem. Eisen, ja. Eisen. Nee. Eisen, Eisen. Vier Stück. So, machen wir vier Stück. Da muss man so einen Block auseinandernehmen. Ist kein Problem. Iron Block. Zack. So. Das mal hier rein mit dir und das ist ja, denke ich mal, kein Problem hier, das mal ganz ratzifatzi herzustellen. So, Red Pipe. Hoffentlich. Aha, wir brauchen ja noch das Iron. Iron Gate brauchen wir ja noch. Drei Stück brauchen wir dafür. Das Gate, Iron Gate. Da brauchen wir Redstone, genau. 1, 2, 3. Iron End Gate. So, das kann dann dessen mal hergestellt werden und ja, wir verlegen dann dessen mal draußen die Stromleitung. So. Wie gesagt, ich würde dann auch gerne mal euer Kommentar drüber erfahren, was ihr davon haltet, von diesem Video, wenn man das zusammenstückelt. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 und rechts. Wenn man das so zusammenstückelt, ne? Ich kann mal eure Meinung drüber gehört natürlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sind wir ja schon da, ne? So, hier ist dann Energie sozusagen reingegangen. Okay. Und ja, wie gesagt, eure Meinung, ne? Wie ihr das findet, ob ihr sagt, okay, das kann man sich angucken, ist so sehr interessanter, als immer nur dasselbe zu sehen, oder man kommt dann sozusagen nicht so richtig zur Sache, ne? Ist dann schon das Nächste. Das ist ja das, was man im Endeffekt dann immer das ist. Man kommt dann tierisch in Stress und Hektik. Und, oh. So. Alles klar, ich werde dann dessen mal noch das andere alles verbinden und noch kurz schlafen gehen. Also sehen wir uns gleich wieder. So, dann bin ich auch schon wieder. Ich habe draußen schon mal sozusagen auch schon Strom angeschlossen, habe da schon alles hingestellt und, jetzt will ich noch ein bisschen Red Pipe Wire Signal, also noch herstellen und hab ich mal ein paar Rosen gesucht, weil ich hab da keins mehr, habt ihr ja gesehen. Und das Beste ist, wenn ihr die Blumen dann direkt in den Macerator oder in den Pulverizer steckt und schon kriegt ihr sozusagen zwei Pulver mehr raus, ne? Nur mal so als kleiner Tipp am Rande. So, na egal, haben wir noch ein paar Blacks dabei. So. Das haben wir und jetzt fehlen uns sozusagen noch ein paar Steine. Jo, ich habe hier mal ein bisschen das hergestellt. Noch drei davon. Reicht doch. Reicht. Fürs erste reicht es erstmal. Ich brauche nur zwei. Ein Glas brauche ich. So, ihr könnt auch wieder zurück. So, das Glas in der Mitte. Einmal 8 Stück hergestellt, 11 Stück müssten jetzt reichen, denn, ach halt, ich brauche noch Stickies, ich müsste die Maschinen erstmal abschalten und der Block in der Mitte muss auch bestehen bleiben, da wo der Grinder ist, weil sonst klettern mir die ganzen Kühe drüber und ich habe nur noch 2 Stück. Ja, nee, ich habe sogar noch 4 habe ich noch. Oh, das ist sehr gut. So, die nehmen wir mal platt mit hier. So.
Und haben noch schnell die Schalter angebastelt, denn man hat alles mal mit dem Schalter hier versehen. Genau. Hier läuft auch erstmal nichts. Du bist erstmal abgeschalten. Und dich schalten wir auch erstmal ab. Denn hier sind ja sowieso die falschen Tiere drin. So, das Ganze jetzt hier verbinden mit der Kiste. Die Kiste werde ich mal eins weiter nach hinten versetzen. So. Und jetzt schauen wir mal, ob mein Versuch, was ich vorhabe, denn auch so funktioniert. Wie ihr seht, ihr habt schon ein paar Kühe erwischt. Natürlich nicht so dolle. Aber egal. Kann man nichts machen. Deswegen haben wir das Ganze erstmal abgeschalten hier. So, hier noch was hin. Und jetzt das Ganze hier mit verbinden. Ich hätte mir mal noch eine Eisen mitnehmen sollen. Dass alles hier drinnen landet. Jo, nee. Genau, da hole ich mir noch schnell noch eine Eisenpipe. Die brauchen wir auch noch. Iron Pipe, Iron Pipe, Iron Pipe. Einmal bitte. Ist ja nur für den Anfang, also nur letzte, ne? Also, ups. Um zu gucken, ob das ganze System natürlich auch läuft. Schauen wir mal. Denn hier dran muss jetzt die Eisenpipe. Hier der ganze Cobblestone. So, zack. Und jetzt das Ganze nur. So, ne, dass es nicht wieder rück links und rechts geht. Und natürlich fehlt jetzt noch die ganzen Gates. Da kommt hier ein Gate dran und hier ein Gate dran und hier ein Gate dran. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch so funktioniert, ne? Also, wenn das Inventar voll ist, sende ein das hier. Und wenn du ein Redpipe-Signal erhältst, gib ein Redstone-Signal aus. Genau dasselbe, was? Aha. Wenn du ein Redpipe-Signal erhältst, gib ein Redstone-Signal aus. Genau. So, das haben wir jetzt erstmal alles abgestellt, ne? Ich will hoffen, dass es so funktioniert. Kann man ganz einfach mal testen. Ich gehe mal erstens wegen der Fütterung können wir das mal ganz einfach mal testen. Und dann hole ich mal noch das goldene Lasso noch dazu. Warte mal, ich habe sogar noch Weed habe ich hier drinne. Weed haben wir. Gib mir mal 10 Stück. Und jetzt fehlt mir noch das Lasso. Habe ich das noch hier? Ja. Einmal das noch. Das können wir mal alles ins System zurückstecken. So. Erstmal, ob der gucken, ob der Provider funktioniert hier. Zack, hier tun wir mal Weizen rein. Das Teil hier angemacht. Und gucken wir mal nach einer gewissen Zeit, die hier abläuft. Müssten sich die Kühe lieb haben, genau. Die Kühe haben sich lieb, hier könnte man auch mal da einschalten. So, kommt das Baby jetzt hier rüber oder nicht? Moving Babies, das Baby ist hier und müsste dann sozusagen dann gekillt werden, wenn das Baby groß ist und bis es soweit ist, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch wieder nach langer Zeit mal wieder. Ich habe jetzt eine ganze Weile gewartet, ne, wirklich eine ganze Weile gewartet, bis mindestens mal eine Kuh gewachsen ist hier, ne? Währenddessen haben die natürlich da drüben fleißig die zwei Kühe weiter ihre Babys gemacht. Ja, jetzt haben wir endlich mal eine große Kuh hier. Der Ranger hier funktioniert schon mit den drei Schafen. Ihr seht, hier ist schon Wolle drinne. Die Wooden Pipe, die braucht man gar nicht. Hätte man auch eine normale Pipe nehmen können. Und ob das Ganze jetzt auch hier funktioniert mit diesem Kuhkiller hier.
diesen Ranger, ein Grinder. Werden wir gleich sehen. Die Zeit muss erstmal ablaufen. Hopp. So, und was kommt raus, ne? Juhu, das was ich wollte. Fleisch und Leder kommt raus. Hier werden wir erstmal abschalten. Und ja. Es funktioniert. Wurde auch schon wieder dunkel draußen. Und währenddessen ich nämlich hier gewartet habe, ist natürlich hier auch schon, habe ich schon weitergemacht, denn wie ihr seht hier von Open Blocks mit diesem genialen Building Guide hier, ne, da kann man so schön hier rumspielen, zeigt euch beim nächsten Mal, wie das Teil funktioniert. Habe ich nämlich schon mal eine kleine Vorstellung gegeben, wie groß dann sozusagen mein nächstes Projekt werden soll. Und hier habt ihr schon mal eine kleine Vorstellung und wie das Ganze alles dann vonstatten geht. Das alles hier dann beim nächsten Mal, ne? So, ich will hoffen, euch hat es gefallen. Würd mich gerne mal freuen über eure Kommentare, wie ihr das ganze Video sozusagen gefunden habt. Und natürlich auch über die Daumen, ob ihr sagt, okay, das mit einem Zusammen, also wenn ich das alles sozusagen zusammenschneide, findet ihr besser. Und dann würde ich mich dann natürlich auch, dann umso mehr Begeisterung dafür ist, natürlich dann auch so weitermachen. Ich werde jetzt sehen, was es für mich am hinten drum noch an Arbeit macht. Stecken wir noch eine ganze Menge. Und ja, würde sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen und tschüss, euer Blood Dragon.